Master Emerald. Give them to me. Hat er nicht gesagt. Und damit, hallo Leute, willkommen zurück zu Sonic Adventure 2. Alter, der hat mir voll in die Fresse gehauen. Und jetzt will er wegrennen. So eine feige Sau. So eine feige Sau. Oh Gott, ich hasse den Kampf gegen Knuckles. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Jetzt kommt das. Ja, wie wir es schon bei Rouge hatten. So. Oh Gott, ich brauche Ringe. Nein. Oh Gott. Gut, dass das nicht trifft. Take this. Lick mich. Wo ist denn der? Wo ist er? Gott, der Kampf ist so doof. Oh Gott, jetzt habe ich mich echt treffen lassen davon. Wo ist der denn? Ach, hier. Ha! Treffer. Halt die Fresse. Na, natürlich kann er abwehren. Leck mich. Nein, nein. Das ist uncool. Ah. Puh. Alles cool. Alles cool. Ich hatte alles im Griff. Oops. Is that how you say thanks to someone who just saved your life? Saving my life? Don't think I owe you one. You just wanted to hold my hand, didn't you? That's why you saved me. You're such a creep. This isn't a joke, you know. Think what you want, Batgirl. I was saving the Master Emerald. Was ist das denn? Das Auto ist verschoben. Na geil. Finally. What? I'm sorry if I hurt you. We should get going. Cosmic Wall with Eggbird, schnappt die Eindringlinge. Yeah. Ah ja, die Schwerkraft ist hier anders. Deswegen können wir jetzt höhere Sprünge machen. Irgendwie. Genau, mit den Schubdüsen können wir uns tatsächlich ein bisschen nach oben schieben. So war das. Alles andere als ein schönes Level, vor allem wegen diesen Viechern hier. Oh Gott, jetzt habe ich schon so viel Schaden wieder genommen. Mann, das könnte lustig werden. Ich war eigentlich froh, als ich das Level mal hier damals geschafft habe. Es ist halt echt nicht schön. Oh Gott. Ich bin fast down. Aha.
Ich sehe mein Ende kommen. Und was die Ruckler von vorhin waren, kann ich ehrlich gesagt schlecht erklären. Aber jetzt ist anscheinend wieder alles normal. Na gut. Übrigens, das ist höchstwahrscheinlich das Finale der Dark-Kampagne. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Im letzten Part. Gut, also das ist das Finale der Dark-Kampagne. Oh, Gesundheit, sehr schön. Das sind komische Pyramiden. Und wenn wir damit durch sind, kommt das Grande Finale. Die Last-Kampagne. Und danach war es das auch schon wieder mit Sonic Adventure 2. Ich habe das hier nicht umsonst als Nebenprojekt genommen, das Spiel ist wirklich verdammt schnell durch. Aber danach kommt ja noch der Chao Garden, das wird allerdings, wie ich schon mal erwähnt habe, zeitversetzt kommen. Nicht allzu bald. Also ein Chao, der braucht viel Zeit. Das ist wie so ein eigenes Haustier. Muss hegen und fliegen. Denn ansonsten wird es nichts. Sonst kann es nicht irgendwann später mal dich vor Feinden abschützen, indem es ihn in den Popo beißt. Ich meine, was? Jedenfalls, es kommt ja später. Das hier haben wir bald geschafft. Alles cool. Alles, was drumherum da noch extra dazu gibt, das ist wirklich nicht sehr relevant. Also, wenn ich das nicht mache, ihr verpasst da nichts. Und ich sehe auch nicht ein, das zu machen. Also, die Story an sich reicht. Was will man mehr? Sie ist total episch. Yeah. Ich habe irgendwie mehr Bock auf den Schaukarten. Gott, die Stelle hier ist so doof. Man weiß überhaupt nicht, wo man eigentlich als nächstes hinspringen muss. Und jetzt geht's einfach wieder nur um. Hat steil gelohnt. Anstatt sich irgendwie durch die Mauer durchzuballern. Nein, wir springen natürlich den ganzen Scheißweg nach oben, weil es mit dem Eggman-Roboter so ganz einfach ist. Und das. Oh Gott, die Stelle. Oh nein. Ja, wir fahren Achterbahn und fliegen durch ganz viele Steine. Wir müssen alles kaputt machen, weil sonst tut es uns weh. Wir sind hart im Nehmen, habe ich gehört. Piu, piu, piu. Ich mache euch alle platt. Ich glaube, wir müssen das zweimal machen, hier so eine Fahrt. Und bei dem zweiten Mal die Fahrt, die ist wesentlich angenehmer. Wie hätte ich denn das ausweichen sollen? Leck mich. Bam, 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 bam. Ja, die erste Phase ist vorbei. Und jetzt geht's weiter, die wilde Fahrt. Safe Point, sehr schön. Ich glaube, wir sind sogar tatsächlich, dass ich einen brauchen werde. Ich vergesse mal, die Gravitation ist ja hier anders. Es ist halt schon lustig, weil das ist ja irgendwie so, wir sind ja im Weltall. Und im Weltall ist die Gravitation alles andere als erdenmäßig, weil das ist außererdenmäßig. Versteht ihr? Außererdenmäßig. Kennt ihr das Wort außererdenmäßig? Es gibt das Wort außererdenmäßig. Und ich bin down. Sehr schön. So, jetzt fangen wir wenigstens hier unten wieder mit vollem Leben an. Also alles halb so wild. Können wir einfach ganz getrost weitermachen. Ich hasse diese Viecher nebenbei. Kämpfen sogar gegen Eggman. Auf wessen Seite sind diese Dinger? Verdammt. Jetzt müssen wir wieder über. Oh, ist das dämlich. Ist das dämlich. Oh, wir haben sogar 20 Ringe. Yeah. Groovy. Oh Gott. Ich werde ihn jetzt mitten ins Gesicht geflogen. Und ich glaube, ich hätte ihn erstmal kaputt machen müssen. Aber ich bin ein netter Mensch. Hab ich gehört. Sogar als Eggman. I am the Eggman! Oh Gott, das Geräusch! Es ist einfach nur verdammt laut. Ihr müsst wissen, ich habe das Spiel eigentlich total leise schon eingestellt. Aber dennoch ist die Lautstärke einfach nur mördermäßig. Alter, was ist dein fucking Problem? Was ist dein fucking Problem? Ob ich das überleben werde? Ja, es hat ja sogar geklappt. Ja, 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 ja.
Ich glaube, mich verfolgen irgendwelche Raketen. Oder was auch immer das sein soll. Egal was. Ich will nicht, dass es mich berührt. Ich möchte gerne unbefleckt werden. Danke. Ich meine, nein. Möchte ich nicht. Oder? Ich glaube nicht, dass ich dieses Thema irgendwie weiter großartig besprechen möchte. Also von daher. Hey, wirkt ihr Sonic Adventure 2? Jetzt, nachdem dieses Spiel fast durch ist, was ist eure Meinung? Ich find's toll. Keine Ahnung wieso, aber ich habe manchmal eh Spiele auf dem Schirm, die jetzt vielleicht so im Gesamten nicht so gut abgeschnitten haben. Ein anderes Projekt, was ich mal geplant habe, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich das auf die Reihe kriegen soll, dass ich das überhaupt als Projekt laden kann. Ist nämlich auch so eins, was eigentlich nicht so gut gelungen ist. Damals auch für die GameCube rausgekommen. Aber ich spiele dieses Spiel halt zu gerne. Ich weiß auch nicht. Genau wie hier. Ich weiß nicht, ob das nur wegen Kindheitserinnerungen ist oder. Weil ich wenigstens nicht wie ein Lappen sterbe wie in Resident Evil 6. Okay, das da vorhin, das zählt nicht, aber. Sonst bin ich ja relativ gut durch. Ich habe was gezeigt. Ich habe Stuff gegeben. Kommt jetzt das, was ich denke? Jetzt kommt die Welt der Fahrt. Jo, jetzt kommt die Welt der Fahrt. Erstmal fahren wir wieder in Deutsch ein paar Steine. Bum, 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 bum. Ist nicht irgendwie dämlich da? Warum passiert das überhaupt? Warum? Muss ich nicht verstehen, oder? Oh mein Gott. Nicht so schnell, sonst kotze ich wieder. Ich mache euch alle platt. Ich glaube, wenn ich damit durch bin, ist das Level auch schon wieder vorbei. Dann kommt das große Finale von Shadow. Und das meinte ich. Jetzt kommt der Bullshit. Ich sehe vor endlich mal was. Und ich weiß auch gar nicht. Muss hier irgendwie die Teile an der Seite kaputt bekommen? Ist aber leichter gesagt als getan. Weil man trifft die nicht so leicht. Man muss halt wirklich die Dinger treffen. Oh. Man muss anscheinend nicht alle treffen. Ich bin am Ziel. Sehr schön. So muss das sein. Ich war optimal, ja. Also ich habe mir jetzt ein D verdient. Okay. Wird schon immer so anwerfen. Mikrofon fällt. Well, well, young lady. Is there something I can help you with? Dr. Eggman! If you value your life, you will tell me where Sonic and Tails are. Let's take care of business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly, and then we'll talk about your girlfriend. That is, if you really care for her. Handing over the fake emerald? I can kill two birds with one stone! Turned into a big time villain, Doctor. Whoa! You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real one? Tails! Because you just told me, Fox Boy. For a little space ride. Capsule clears the colony. Bam! I'm counting on you, Tails. Amy, take care of yourself. Farewell, Sonic the Hedgehog.
Farewell, Sonic, my admirable adversary. Now we have some unfinished business to take care of. Give me the real emerald, I will release you both. You have my promise. Sonic! Huh? Sonic's asking for the first time to do something for him. I won't let him down. I won't give up. Ach ja, das kennen wir ja auch noch aus der Heldenkampagne. So, das wird jetzt der schwere Kampf gegen Tails. Da mache ich euch auch nichts vor. Weil der hat ja diese miesen Tricks drauf, die auch Eggman damals hatte. Jetzt wir. Da, genau das meine ich. Ah, nein, 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 nein. Ah, nicht sein Kamehameha. Alles nur nicht sein Kamehameha. Und wir haben es geschafft. Okay, der Kampf hat sich einfach als der erste. Okay, habe ich nichts dagegen, habe ich nichts dagegen. I guess he was just a regular hedgehog after all. Legend has it, when all 7 Chaos Emeralds are collected, the power creates a miracle. I have 6 of them. They're mine. All mine. I don't think so. Shadow. Your plan. Or was it a direct order from the president? Now I know who you are. You're that government spy, Rouge the Bat, aren't you? So you did your homework, is that it? I would say that's an invasion of privacy. I can say the same thing about you. It looks like things aren't quite going your way. But since my job is done, I thought it was time to take what's mine and get out of this place. You are one pathetic creature. Look who's talking. What about you? Here are the results of the research project called the Ultimate Life Form. But if this picture is of the real Ultimate Life Form named Shadow, then exactly who or what is standing in front of me? Emeralds where they are. The fake emerald is good enough for you. Do you actually believe that you're the real Shadow? No doubt. Even your memories might not be real, you know? Even if my memories are not real, it's still me, Shadow. And I will fulfill my promise to Maria. That's the only thing that matters to me now. Beef, beef, beef. Final Chase. Letzte Map. Stage mit Shadow. Editor Eclipse Cannon. Wieder so ähnlich wie Sonic. Plus, ich glaube, die ist ein bisschen unangenehmer als die von Sonic. Ich weiß auch nicht. Es wird auf jeden Fall jetzt wieder nicht sehr schön, habe ich das Gefühl. Also mein Gefühl hat eigentlich meistens immer recht. Weil jetzt haben wir diese komischen, dummen Säulen. Die wir einfach mal umgangen sind. Ich weiß nicht, für diese Weltenvision mit Sonic und Shadow habe ich immer eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis ich die endlich mal durch habe. Hier ist nämlich echt der Müll mit den Schwerkraftsäulen, oder wie man auch immer diese Dinger nennen mag. Ah, die Musik, also voll spacey. Yeah. Gönnt sie euch. Gönnt sie euch. Die Musik geht aufs Haus. Müsst ihr nicht mal Miete zahlen. Auch wenn es vielleicht Delta will. Hi Delta. Hey DJs der Welt. Leute, diese Musik. Sowas müsst ihr abspielen. Falls ihr mal Musikhilfe braucht, kommt zu mir. Ich helfe euch da gern weiter. Ich hätte da nämlich einige Lieder, die ihr abspielen könnt. Und nicht euren Schlund. Wobei mancher nicht so verkehrt ist, aber der Großteil. Ja, ich wollte schon sagen, hänge ich da jetzt irgendwie fest? Aber nein, 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 nein. Alles cool. Alles cool, habe ich gesagt. Shadow.
Das tötet mich, wenn du das machst. So. Oh Gott. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, 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 da. So. Auf. Ich glaube, ich muss da rüber. Da ist ein Upgrade. Oh mein Gott. Was ist das? Mystic Melody. Wechsel zu Mystic Melody in Actionfenster. Drücke die B-Taste und Mystic Melody. Und jetzt? Kann ich mich porten oder so? Okay. Ich habe eigentlich mehr erhofft, aber na gut. Ich habe Mystic Melodies. Mystic Melodies. Da, 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 da. Mystic Melodies. Oh Gott, ey, ist das dein scheiß Ernst, Shadow? Oh, jetzt sterbe ich. Ah. Natürlich fange ich hier an. Natürlich. Ja, jetzt glaube ich, weiß ich warum das Level so unangenehm lang war anscheinend. Wegen so einer Scheiße. Oh, das sah ziemlich gefährlich aus. Ich gehe hoch. Ah. Die Safe-Stats sind einfach total unpassend. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ich komme hier schnell durch. Es sind halt wirklich diese zwei Level, die echt nicht gut sind. Sie machen einfach keinen Spaß. Dafür, es ist ja nicht so, als ob ich irgendwie will, dass ich großartig schnell bin, bloß ich komme einfach nicht vorwärts. Die Steuerung ist halt einfach schrecklich. Ja. So, dieses Viehmarsch ist erstmal klar. Was? Warum? Was soll der Scheiß? Wieso ist er jetzt noch unten gegangen? Oh, ich sehe mich noch Game Over gesehen. Oh, hier, ich nehme jetzt den weg. Okay. Nein, wir gehen dann doch also in die Mitte. Irgendwann bin ich jetzt durch. Irgendwann. Alles wird sich ändern, wenn ich Pro bin. Ist klar! Alter! Was soll der Scheiß? Wenn wir schon mal hier sind. Ja. Wo geht's nach rechts? Wow. Also man muss so oder so die Bitte nehmen. Geh runter, Shadow. Nee. Der wäre fast wieder runtergestürzt. Der wäre fast wieder runtergestürzt. Awesome. Was soll man sagen? Schwerkraft funktioniert? Ja, schon. Ich lebe noch? Ich habe mich ja schon wieder tot gesehen. So. Fick dich. Man muss das hier aber wirklich langsam eigentlich angehen. Und ich mach das nicht langsam. Nein. Niemals. So. Ah, jetzt mal wieder hier. Genau. Oh Gott, nein, was mache ich da? Hoch. So. Zielen. So, jetzt mal wieder hier fast. Gleich. Puh. Er hat schon wieder gemacht. Was war denn der Bullshit? Gibt's doch nicht. Was? Ich bin Game Over. Hey, die Fresse, Shadow. Du schaffst es nicht, eine Bahn nach oben zu gehen, wenn man nach oben drückt, ja.
Du bist keine ultimative Lebensform. Du bist ein Fehlschlag, okay. Die ultimative Lebensform scheint dann anscheinend doch Sonnenex zu sein. Er ist immerhin der schnelle Igel, der schnellste, ja. Was bist du? Du bist irgend so ein Vieh, was schwarz ist. Du widerst mich an. Au. Okay, alles cool. Na, so. Der Teil hier, der ist ja nicht so großartig besonderes. Das ist halt wirklich nur die eine Stelle, an der ich dann dauernd verkacke. Oh. Kann doch nicht so schwer sein. Oh Gott, die verfolgen mich noch. So, also haben wir das hier schon mal? Alles klar. Hier, sehr gut. Einen Sprung muss ich also machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man zu viel Schwung hat, ey. Nee. Ich bin Ring. Alles klar, weiter geht's. Jetzt sind wir wieder hier. So. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier. Geh da runter, Mann. Schön genug, dass ich hier die ganze Mist wieder nochmal machen musste. Shadow. Mal so unter Buddies, ne? Unter Turbo, Düsen, Luft, Inline, Skater, so, die du da hast, zu ich spiele dich, Arsch. Benehm dich. Okay. Wir können immerhin erstmal gerade momentan die Musik genießen. Das ist doch was. Okay. Und jetzt sind wir wieder hier gleich. An der einen besonderen Stelle. Wo ich jetzt mal folgendes. Aha. Okay. Interessant, das zieht mich einfach schon mal gleich ran. Na gut. Scheint, als wäre das die richtige Option gewesen. Auf einmal sind wir weiter. Alles klar. Das nehmen wir mit. Ich will den ganzen Scheiß nicht nochmal machen wollen. Alles klar. Woo! Ich dachte schon, falle ich jetzt wirklich runter? Ich war auf der Schiene. Jetzt muss ich von einem Ding zum anderen. Oh, sehr schön. Ach, da machen sie sofort wieder ein. Leck mich. Piu. Ich glaube, ich bin nicht mal weit weg vom Ziel. Nein, dann. Geht doch. So. Alles klar. Jetzt kommen wir gerade gut voran. Das war halt wirklich ouch. Nur noch diese eine Stelle. Ich habe keine Ringe. Oh Gott. Ich habe auch kein Light Dash. Wieso habe ich eigentlich kein Light Dash? Habe ich das irgendwann verpasst? Tatsächlich kenne ich mich bei den Shadow Maps gar nicht so gut aus. Kann sein, dass ich das verpasst habe. Ich bin echt der Meinung, Shadow hat eigentlich auch sowas. Oder er ist halt Shadow. Er braucht sowas nicht. Er ist edgy. Warum soll ich hätte sowas brauchen? Das ist nur was für Penner. Jo. Nix, ups. Lauf. Oh Gott, wir sind wohl nicht durch. Warum muss das Level so unangenehm lang sein? Alles klar und hoch. Nein, hoch. Das wäre es gewesen natürlich, wenn er wieder runtergegangen wäre. Oh, wo bringt mich das denn hin? Ah, alles klar. Jetzt darf ich den ganzen Weg runter. Yeah. Klingt nach Fun. Oh Mann, ihr habt keine Ahnung, wie viel Spaß das macht. Oh Junge.
Oh. Jetzt. Sehr schön. Oh, da ist das Ziel. Ich wusste doch, dass das kommen wird. Puh. Maybe I didn't try hard enough. Ja, das wäre mal vom Vorteil. Nicht so den Scheiß, den du davon gemacht hast. Wir wären schon längst durch gewesen, aber nein. Shadow ist ja ganz toll. Muss ich mir in die Quere kommen mit dem Mist hier? Nein, leck mich. Du bist schuld daran, an dieser Ausgangssituation. Talk with the hands. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. So, there's more to you than just looking like me. What are you, anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog! I see. But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Warum haben die hier eigentlich überall eine so viel krassere Stimme? Nein, 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 nein. Ja, jetzt kämpfen wir wieder gegen Sonic. Und zwar diese eine Sache hier, ihr wisst schon vom letzten Mal. Mit der coolen Musik, ihr wisst schon, die ist cool. Wieso haben eigentlich die ganzen Gegner, also hier von den guten Leuten, dessen Stimme irgendwie so... Oh, fick dich. Eigentlich so eine männlichere, tiefere Stimme. Was ist denn das eigentlich? Usch. Hier, lauf los. Du sollst laufen, Mann. Mist. Los, lauf, lauf. Ich dachte, du bist hier der schnellste Igel. Wieso muss ich immer stehen bleiben für dich? So, boom. Control, ja, 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 bla, 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 bla. Immer dieselbe Leier mit dir. Na, 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 na. Ihr seht, wie überaus anstrengend dieser Kampf ist, hä? Ich meine, ich habe damals eine halbe Ewigkeit gebraucht, weil ich nicht auf diesen Trick kam. Wie ihr seht, wenn man das erstmal drauf hat. Überhaupt nicht anstrengend. Ich glaube, der anstrengende Kampf, der kommt erst. So, der Kampf ist hier beendet. Errungenschaft Dark, was irgendwie nicht zu erwarten war, was? Mir ist aber nur eine Frage eingefallen. Wenn er die Welt zerstört, was für eine Welt wird er dann noch herrschen? Findet den Fehler? Ach, gegen Eggman's Intellekt komme ich nicht an. Egal, wir haben die Dark-Kampagne abgeschlossen, Leute. Das heißt, es kommt nur noch eine. Eine großartige, dunkle Kampagne. Und ja, nach der... Nee, nicht großartig dunkle. Das ist die Lars-Kampagne. Verdammte Scheiße, was erzähle ich da? Und dann sind wir auch tatsächlich schon durch. Aber bis dann sage ich erstmal, wie es weitergeht. Was uns jetzt noch passiert. Das sehen wir in der nächsten Folge von Sonic Adventure 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich, bis zum großen Finale.
Macht es gut. Ciao, ciao.